genug geplaudert, jetzt wird getrunken. Was ist das erste Produkt? Wir haben jetzt da einen Maker's Mark Bourbon. Also die Idee war, mit etwas anzufangen, was einer der bekanntesten Whiskys ist am Markt. Maker's Mark von der Familie Samuels, heute im Konzern Beam Suntory, ist ein sogenannter Wheated Bourbon. Das heißt, wir haben jetzt mal Weizen in der Mashbill drinnen. Ja. Zusammensetzung wäre jetzt 70% Mais, 16% Weizen und 14% gemälzte Gerste. Da sehen wir wieder, dass wir die gemälzte Gerste brauchen, um eine Fermentation zu starten. Traditionelles Unternehmen, dadurch traditionelle Mashbill-Zusammensetzung. Träume ich oder rieche ich den Weizen? Wenn du sagst, auf jeden Fall. Riechst du Weizen? Also ich rieche Weizen? Ja, dann haben sie alles richtig gemacht eigentlich. Gell? Also, so wie du sagst? Wir haben die Farbe auf jeden Fall, das heißt, es ist nicht gefärbt, wie wir wissen, dass das bei Bourbon nicht erlaubt ist. Und wir haben keine Altersangabe darauf, das heißt, wir wissen, er ist mindestens 4 Jahre alt, weil bei einem Straight Whisky, wo ich nichts draufschreibe, muss es mindestens 4 Jahre sein. Ich könnte das Alter genau draufschreiben, dann könnte er auch 2 Jahre alt sein. Gell? Aber die typischen grünen Bananenaromen sind sehr schön da, die ganzen Fruchtester. Mhm. Und das Getreide ist eigentlich trotzdem eigentlich schon präsent. Es ist trotzdem ein fruchtiger Whisky, ja. Aber dadurch, dass er noch relativ jung ist, sage ich jetzt mal, man geht immer so von 6 Jahren aus, hast du noch die Getreidenote auf jeden Fall. Und die Holztöne sind auch wunderschön. Mhm. Ich werde süchtig. Boah. Schön. Muss ja leider trinken. Nichts mehr gespuckt. Bei mir ist ein Wachs dabei gewesen, deswegen habe ich müssen spucken. Tatsächlich, weil es ist der Nachteil von diesen Wachsverschlüssen. Naja. Dass ja, jetzt schaut es schon besser aus. So, es wird immer größer. Es wird, glaube ich, auch stärker. Was haben wir da? Das ist der Nachbar von der Maker's Mark Destillerie, Willett. Oder Kentucky Bourbon Distillers, ist eine Familie, die ihre Destillerie bis in die 70er Jahre, ganz genau, weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich 72 in dem Bereich, gehabt hat. Im Zuge des verschwindenden Interesses gegenüber American Whiskey dann geschlossen haben und erst dann 12 Jahre später wieder zurückgekauft haben. Da war aber die Destillerie nicht mehr verwendbar, weil das war alles schon vom nächsten Eigentümer weiterverkauft. Und das ist tatsächlich einer der Betriebe, die jetzt neu am Markt sind, relativ. Also wir reden jetzt, die Destillerie gibt es seit 2012. Und der Whisky hat sich jetzt komplett geändert. Wir haben jetzt einen Rye-Whisky. Rye-Whisky, mindestens 51% Roggenanteil. Und viel jünger. Also wenn du vorher von Getreidigkeit gesprochen hast, da hast du jetzt, finde ich, eine extreme Getreidigkeit. Die Schokonoten vom Rye, die Würze drin. Wir haben jetzt einen 2-jährigen Rye-Whisky. Das heißt, jünger geht es auch gar nicht. Und mit 54,5 Volumenprozent. Witzig ist, ich habe florale Töne drinnen. Mhm. Was sind das Veilchen, Flieder da oben geht. Und was man da sieht, dass der Alkohol die Aromatik deckt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt den 40% oder den Maker's Mark von vorher sieht und den jetzt, ist die Aromatik gedeckt. Das ist ein 10% Mark, Unterschied. Gell? 10% Unterschied. Oft deckt hohe Alkoholstärke die Aromatik. Im Geschmack schauen wir mal. Fast ein bisschen wachsiger im Geschmack. Es ist halt noch so jung. Also du merkst auch richtig, dass es ein bisschen wild ist, weil du halt da die fehlende Fassreifung halt noch hast. Aber ein Rye Whisky zeichnet es auch oft aus, dass du dieses Direkte halt auch hast. Gell? Schon wunderschön. Er ist halt schlanker. Er ist definitiv. Er präsentiert sich viel schlanker als wie das vorherige. Und dazu noch der dazugehörige Alkohol noch dazu. So passt das jetzt bei uns zwar groß und schlank. Achso, das meinst du, ja. So, der nächste, was ist das? Das wäre Colonel E.H. Taylor von der Buffalo Trace Distillery, hätten wir jetzt in dem Fall. Und es ist ein Single Barrel, also genauso wie in andere Whisky-Bereiche haben wir die Möglichkeit, ein Einzelfass zu haben. Ist das wirklich nur Einzelfass? In dem Fall ist es ein Einzelfass. Nicht ein ganzes Warehouse. Genau, nein, es ist nicht ein ganzes Warehouse. Es ist ein Bottled in Bond Qualität. Was sagt eine Bottled in Bond Qualität aus? Dass ich das Produkt von einer Destillerie habe, aus einer Destilliersaison. Das heißt, ich dürfte auch jetzt nicht Sachen miteinander verblenden. Okay, bei einem Single Barrel sowieso nicht der Fall. Und ich muss hinten draufschreiben, woher es kommt. Das ist durch einen sogenannten DSB-Code.
und wir haben es vorher schon auf den Folien gehabt, DSB Kentucky 113 ist die Buffalo Trace Destillerie. Das heißt, da haben wir die höchstmögliche Transparenz und Bottled in Bond muss immer 50% haben. Mehr oder weniger ein halber Single Malt. In dem Fall mit den Schotten verglichen, nur oder? Nur die Getreidekombination ist natürlich anders. Ich meine, ja. Das Konzept. Und da haben wir jetzt schon viel mehr Fossaromen. Tatsächlich schmecke ich noch ein bisschen vom Willet vorher, weil wir sie noch im Glas drinnen haben. Hätten aber es sind spezielle Scheier, das geht ganz leicht. Ja, so? Ja, sauber geht es. Sehr schön, elegant. Da hast du jetzt wirklich so diese typische Bourbon-Aromatik, die du wunderbar drinnen hast. Ich finde was Honigmäßiges auch. Gefällt mir sehr gut. Aber was hast du überhaupt vom Holz? Ich habe von Holz fast jodig, rauchige Töne, wo so einen ganzen Hauch von Eiler bringt. Das wird Geschmack. Vom Charring vielleicht, ja, kann man das aber sagen. Aber es ist für mich ein Hauch von Eiler. Total interessantes Produkt, der Herr Taylor. Aber du hast da richtige Länge. Also wenn wir jetzt immer von dem DHL-System haben, also du hast super, sowohl eine Dichte als auch eine Länge, die du hinten raushaust, ein harmonisches Produkt. Gefällt mir sehr gut. Interessant, interessant. Ist eben von der Buffalo Trace Distillerie in dem Fall. Aus Frankfort, Kentucky. War ich auch dort nebenbei. Ja. So. Nächstes wäre aus der Heaven Hill Distillerie. Also wir sind jetzt hier bei Elisha Craig. Und was ich vorher zu Willett gesagt habe, muss ich revidieren. Also Willett ist der Nachbar von Heaven Hill, natürlich nicht von Maker's Mark. Ich habe es vorher ein bisschen getäuscht. Das heißt, Heaven Hill und Maker's Mark sind direkt nebeneinander. Und hier haben wir jetzt 12 Jahre gereiften Bourbon, steht auch am Etikett drauf, mit Fassstärke abgefüllt. Das heißt, wieder mehrere Fässer, nicht der Einzelfass, sondern einfach ohne Wasserbeigabe abgefüllt. Wie viel Prozent haben wir, glaube ich, das 60,1 in dem Fall. Also wir wissen ja, dass es mit 62,5 maximal ins Fass reingeben darf. Und die Fässer haben sich so entwickelt, dass es zu einer leichten Alkoholreduktion gekommen ist. Um 12 Jahre, das heißt, das Fass ist fast zur Hälfte leer eigentlich. Total elegant, schön. Ja, der Volumenprozent. Merkst du natürlich, aber. Spürt man, aber nicht unangenehm, sondern Kraft. Hat gute Länge. Das Witzige ist, dasselbe, was wir vorher angesprochen haben, Alkohol deckt da wieder. Es ist zwar irrsinnig schön, ich umschreibe jetzt das Kompakte als elegant, weil es bei weitem nicht so laut ist, wie zum Beispiel Taylor oder der Maker's Mark, aber es ist schön, es ist interessant. Boah. Das ist ein Erlebnis. Also in dem Fall haben wir ein ganz klassisches Bourbon-Mischspiel mit 78% Mais, 10% Roggen und 12% gemälzte Gerste. Zum Abschluss hätten wir jetzt ein Produkt, wo wir keine klassische Bourbon-Mischspiel haben und ein anderes Destillationsverfahren. Ja, also wir haben jetzt da nicht die Kolonnendestillation mit nachgestellten Doubler, sondern wir haben eine dreistufige Potstill-Destillation aus der Woodford Reserve Destillerie. Ja. Das ist von der Masters Collection von Woodford Reserve. Eine Mischung aus 70% Mais und 30% gemälzte Gerste. Das Besondere ist, dass die gemälzte Gerste über Kirschholz gemälzt wurde. Ja, ja. Und trotzdem finde ich Woodford Reserve hat so einen ganz eigenen Geschmack, eine extreme Vanilligkeit. Das riecht man aus dem raus. Also dem würde man in einer Blindverkostung eigentlich den Woodford ziemlich gut zuordnen können. Ja, was kommen in der Kirsche rum? Was auch kommen? Benzalehüttöne. Der Bittermandel. Die Strähne von Kirsch. Das kommt in einer Nase. Mandelige oder meinst du das? Mandelige, ja. Also, so, was mich jetzt interessieren wird, da sind wir jetzt auf Potstill. Okay, dreifach destilliert. Hast du zufällig eine Ahnung, wie viel da Alkoholschnitt ist von diesem Produkt? Wie es destilliert worden ist. Ich würde sagen, dass es genauso auf Bereich 70% das heißt, sich einbaut. Das geht doch nicht tiefer. Das heißt, weil so richtig hoch ist es nicht. Ja, wenn du über die Kolonnen drüber fährst, kannst du vorne auf 86. Ja, aber du darfst ja nur bis 80. Ja, aber du könntest von der Technik her, deswegen, egal ob jetzt von Kolonnen gebrennt wird oder Potstill gebrennt wird, im Grunde genommen der Alkoholschnitt ist bei beiden Systemen gleich. Ich würde sagen, bei der Potstill wird es ein bisschen weniger sein, aber grundsätzlich ist es gleich. Die Frage ist aber, ob ich eine zweifache Potstill-Destillation mache oder wie im Beispiel von Woodford Reserve eine dreifache. Das sind schottische Anlagen in dem Fall verwendet worden
Und Wood, der normale Woodford Reserve, muss man aufpassen, ist eine Mischung aus diesem Botstill-Destillat und dann Kolonnendestillat. Okay. Das heißt, der normale Woodford Reserve ist kein reiner Botstill, nur die Masters Collection ist eine reine Botstill-Geschichte. Da geht es auch um Menge, weil man natürlich in einer Botstill viel weniger destillieren kann, als wie in der Kolonnenanlage. Weißt du, was ich da voll riech? Die Kohle. Die vom Melzen, hast du gemeint, gell? Nein, vom Foss. Vom Foss wirklich, ja. Komplett. Ich habe da so starke Kohlentöne. Also ich meine, man sagt den amerikanischen Whisky immer noch, dass er ein bisschen uniform ist, aber wenn man jetzt da eigentlich von den 5 Sachen, die wir da gehabt haben, also wirklich krass verschiedene. Und das hast du jetzt wieder sich im Glas wiedergespiegelt. Gell? Also das war jetzt wirklich very interesting, aber... Das wäre der Favorit, ja. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. So, somit sind wir eigentlich ziemlich fertig. Wir haben nicht nur alles theoretisch durchgekaut, zum Glück auch probiert. Thomas, danke, dass du zu uns, zu Inside World Spirits gekommen bist. Liebe Zuschauer, danke, dass Sie so lange ausgehalten haben. Und zur Belohnung, jetzt haben wir gehabt den Taste of American Whiskey. Und jetzt hören Sie den Sound of Bourbon von Humus. So, Thomas, der Spirit von Bourbon ist super. Was sagst du zum Sound of Bourbon? Ja, wir haben die perfekte Kombination. Also, wenn man ein schönes Tasting gehabt, jetzt noch eine gute Abrundung dazu. Schenken wir uns noch ein Glaslein und dann. Ich habe das noch. Ich mache schnell die Abmoderation. Wenn Sie das Tasting von Bourbon haben wollen und wenn Sie den Sound of Bourbon haben wollen, dann folgen Sie uns bitte auf YouTube bei insideworldspirits.tv und abonnieren bitte unseren Kanal. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Inside World Spirits mit Wolfram Ortner. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Prost. Prost.